So, hallo meine lieben Freunde, hier eine neue Folge von Team Fortress, die vierte und zwar nochmal eine, die ich einfach so mache, so ein bisschen Information nochmal, die fünfte soll dann wirklich ein reines Abonnentenspiel dann werden. Wie genau es ablaufen wird, sehen wir dann wahrscheinlich heute oder morgen, je nachdem wann ihr das guckt. Und ich werde jetzt einfach nochmal eine Runde spielen, um auch nochmal zu informieren, was abgeht. Und ich habe beim letzten Mal was bekommen, und zwar habe ich hier für den Demo-Man, habe ich hier diesen schottischen Schädelspalter gekriegt. Den rüste ich ihm doch gleich mal aus. Und auch wenn ich eigentlich nicht wirklich Erfahrung mit dem Demo-Man habe, werde ich jetzt einfach mal versuchen, mit ihm zu spielen. Und ja, einfach nur so, weil es eh schon lustig ist. Und was für eine Map suche ich mir da jetzt aus? Ich nehme einfach mal... Oh, eine russische. Nein, keine Ahnung. Ich habe da jetzt nicht wirklich... ja, nehmen wir einfach mal irgendeinen. Ja, nehmen wir mal den. Keine Ahnung, was da passiert. Ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Ich hoffe ja, die meisten von euch haben mein Steam-Ankündigungsvideo gesehen, beziehungsweise gehört, in dem ich ja jetzt nochmal ganz genau klar gemacht habe, wie das im Moment mit Steam abläuft, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass so ein Ansturm kommt und meine Steam-Freundesliste halt mal vollkommen sprengt. 250 Leute, nicht mal 400 Stunden, 24 Stunden. Wow, also nochmal wow. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, es wird jetzt keine Freundschaftsanfragen, also es werden, grundsätzlich, ich habe alle Freunde ja gelöscht. Und es werden keine Freundschaftsanfragen jetzt mehr angenommen. Also versucht es erst gar nicht. Ich werde, wenn ich euch nicht kenne, werde ich die Freundschaftsanfrage nicht annehmen. Und ich habe jetzt eine Steam-Gruppe eröffnet. Ihr seht hier unten in der Beschreibung, seht ihr den Link zu dieser Gruppe. Dort sollt ihr einfach joinen, einfach dieser Gruppe beitreten. Und dann seid ihr immer informiert. Dort habe ich die Möglichkeit, Events anzusetzen, Ankündigungen zu machen, etc. Da seid ihr dann immer auf dem neuesten Stand, wenn es um was geht. Egal, ob jetzt Team Fortress oder irgendwas anderes. Und wenn ihr dort seht, wenn um mein Icon ein grünes Symbol ist, dann klickt drauf. Und dann habt ihr die Möglichkeit, am laufenden Spiel teilzunehmen. So kommt ihr also ganz schnell zu mir, wenn es ist. Ja, es wird schwierig sein. Bei so vielen Leuten... können nicht immer alle dabei sein, das ist ja wohl klar. Also immer mal wieder versuchen, immer mal wieder auf gut Glück hoffen. So, jetzt schauen wir mal, was hier abgeht. Ich glaube, die Karte sagt mir auch überhaupt nichts. Ich gehe mal auf Team Rot, damit das hier wenigstens ausgeglichen ist. Und Demoman. Ja, unterstützt aufnehmen von mir aus. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt. Wow. Okay, das geht ja gut los hier. Oh. Habe ich ihn erwischt? Oh, ich habe beide schon erwischt. Wow. Da geht aber einer ab im Demoman hier. So, und dich auch noch, komm. Wäre doch gelacht. Scheiße, jetzt wurde ich aber gekillt. Und ja, Fast Respawn, eins sehr schön. Da oben war einer. Ich habe im Übrigen auch den Tipp angenommen, von wegen, ja, stell mal ein, dass man sieht, wenn du Schaden machst. Also, da gibt es jetzt immer eine schöne Zahl, wenn ich irgendwie jemanden töte. Das hat man da vorhin gerade ganz gut gesehen, dass ich dem 91 abgezogen habe. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hinten ein bisschen chillen. Ach, aber... Ja, da haben wir jetzt schon wieder gesehen. Komm, der ist doch gleich tot. Jawohl, genau so ist es. Weil wenn ich ihm... Baumstamm werfen, okay. Keine Ahnung, was es ist. Oh, achso, ich habe jetzt im Übrigen doch wieder die Uncut-Version, wie ihr hier sehen könnt. Habe ich mich jetzt doch dafür entschieden. Oh, den habe ich aber voll erwischt, ey. Das war ein schöner Crit. Komm, komm, dann machen wir nochmal. Oh, wo kommt der jetzt her? Achso, das war der von der Seite. Ich habe das Gefühl, ich bin hier ganz alleine irgendwie. Hey, die Map ist aber eigentlich ganz cool. Komm, ach, scheiße. Ja, ja, von mir aus. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Was ist denn die zweite Waffe hier? Ist das ein normaler Raketenwerfer oder wie sieht das aus? Muss man ganz gut testen. Ach, das sind diese quasi Tretminen, ne? Ja, ja, genau. Und hier mit dem schottischen Schädelspalter. Komm, den wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie mit dem überhaupt irgendwas reißen kann. Also, angeblich hat er ja 15% weniger Bewegungsfreiheit, aber ehrlich gesagt merke ich da überhaupt gar keinen Unterschied. Ja gut, vielleicht ganz minimal im Gegensatz zu sonst. Aber ich will einen jetzt mal mit dem Schädelspalter killen. Das wird aber wahrscheinlich relativ schwierig. Komm, der sieht... Was zur Hölle? Komm, der sieht mich nicht... Oh, der ist tot. Oh, ich würde das gerne mal hinkriegen, aber ich glaube, das wird schwierig einfach so mit der Nahkampfwaffe. So, das hat er mich da hinten jetzt gesehen und jetzt muss er da reinlaufen. Oh, wurde er da schon umgenockt? Komm, komm, komm! Ah! Wo ist er? Scheiße! Wo ist er hingelaufen? Ah, na, jetzt hat er mich gehabt. Verdammt. Na, komm. Oh, scheiße. Nein, ich will einmal jemanden mit dem schottischen Schädelspalter erwischen. Das wäre auf jeden Fall ein dickes Highlight. Komm, komm. Ah, verdammt. Okay, naja, dann klappt es halt eben nicht. Dann, bevor ich jetzt hier einfach nur noch abluse, behalten wir mal lieber hier die Waffe.
Weil irgendwie mit dem Dämonen komme ich eigentlich ganz gut klar. Da ist schon wieder einen erwischt. Ah, da oben, da glaubst du, ich sehe dich nicht. Ach, scheiße. Oh, jetzt ging mir die Munition aus. Das war natürlich nicht gut. Ja, aber um das Ganze nochmal festzuhalten, im Übrigen, Sound finde ich im Übrigen ziemlich blöd. Also, dass ich immer Sound höre, wenn ich, jemanden treffe, das finde ich saudämlich. Sag mal, warum kann denn jeder so hoch springen eigentlich? Was ist das für ein Special-Ding hier? Jetzt habe ich damit gerade gar nicht aufgepasst, muss ich sagen. Ja, nehmen wir mal die 1. Und das war jetzt eigentlich ja mein Freund, das war jetzt nicht so gut. Schauen wir mal, ob wir ihn irgendwie jetzt hier noch in die Falle locken können mit den... Ja, ich hab's schon gewusst, dass du von da kommst, du Drecksau. Ja, genau. Verlässt das Spiel, während ich jetzt hier ihn abschießen will, oder was? Das ist ja eine Frechheit. So, ich schieße einfach mal irgendwo was hin. Kann ich doch noch aufladen, gell? Ja, genau. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier keinen. Komm, komm, irgendwo. Da hinten kommen die doch immer raus. Schauen wir mal hier hinten noch. Ansonsten geht hier aber auch nicht viel auf der Map, kann das sein? Ja, das ist auch nur ein 3 gegen 3 Grad, also das reißt nicht unbedingt raus. Was sind denn die alle? Hallo? Keiner da? Das ist ja schade. Ich glaube, die sind alle auf der anderen Seite, oder? Genau, hier nämlich. Da haben wir doch schon einen. So, da sollte ich aber wahrscheinlich jetzt dann doch wieder wechseln. Na, verdammt nochmal schön. Nein! Verdammt! Das darf doch nicht wahr sein. Schädelspalter, komm! Ach, fuck, komm, ich hab dich doch erwischt. Ja, aber ich denke, es sollte soweit klar sein. Ach, komm, jetzt von hinten da, Drecksau. Einfach der Steam-Gruppe joinen und dann seid ihr immer aktuell und könnt jederzeit zu meinem Spiel dazu. Und ich treffe irgendwie überhaupt nicht so gut. Das ging jetzt mal ganz gut, aber jetzt, die explodiert auch nicht immer sofort, ne? Was? Ich will doch nicht schreien, oh verdammt. Ja, komm, jetzt, das ist Quatsch, jetzt wusste ich jetzt nicht hier, ne? Weißt du schon. So, wo ist der da hin? Ist der da oben wieder irgendwo rein oder so? Ich versuchte mich jetzt hier von der anderen Seite wieder zu überraschen, oder wie sieht das aus? Ah, da hinten habe ich schon gesehen. Na, jetzt kommt er natürlich nicht, oder? Ja. Da, halt. Komm, du siehst mich nicht. Stirb! Ja, nee. Komm einfach her. Schießt da jetzt einfach rein. Ach, fuck, von wo denn jetzt? Ah, verdammt. Ja, die dominieren mich alle. Ich bin auch irgendwie der Einzige, der in diesem ganzen Team hier überhaupt irgendwas reißt. Also im Sinne von überhaupt spielt, so ungefähr. So, dominiert, gerecht und pipapo. Immerhin habe ich ein Achievement freigespielt. Das muss ich mir dann unbedingt mal anschauen, was das war. Versuch's jetzt ja nicht. Das muss ich aber auch mal nachladen lassen. 18 fix. Ich werde im Übrigen nicht beantworten, wie man die Uncut-Version hier in die deutsche Version reinspielt. Ihr könnt bestimmt alle Google benutzen und so weiter, ne? Aber ich werde euch dazu nicht verleiten. So, was hätten wir sonst noch? Ja. Ansonsten... Ihr seid alle Verlierer. Naja, gut. Ich kann sonst nur sagen, schaut euch nochmal das Steam-Ankündigungsvideo an, für alle, die jetzt noch irgendwie offene Fragen haben oder so. Ja. Was, nur 4 Kills? Das kam mir aber irgendwie etwas mehr vor. Ja, die Map ist aber auch nicht so das Wahre. Ich schaue, ob ich nochmal kurz den Server wechseln kann. Und wir sehen uns gleich in-game nochmal wieder. So, da wären wir wieder. Ich habe mir jetzt dann doch mal hier diesen russischen Server geknappt. Ich werde nochmal den Demo-Man machen. Ich werde mich jetzt einfach mal mit dem ein bisschen auseinandersetzen. Ach, das ist die Map. Die kenne ich aus dem Tutorial. Okay. Ah, das ist die Station quasi erobern. Ja doch, man ist schon langsam mit dem Demo-Man eigentlich, oder? So, da hinten geht Paddy, oder was? Das gehört hier schon zu uns. Da müssen wir mal weitergehen. Ach, da brauchen wir einen, der irgendwie einen Teleporter setzt, weil sonst ist das ja total furchtbar. Dauert das ja ewig. Jetzt mal schauen, wo... Oh, ja. Da hinten geht was ab. Ach so. Oh, ne, das ist schon fein. Da können wir schon mal hinsetzen, oder? Nee, das ist kein Fein. Ich wollte gerade sagen. Moment mal, da ist ein Pyro. Hey, den habe ich erwischt, na also. So, der ist aber feindlich. Okay, irgendeiner geht hier übelst ab. Sag mal, das gehört uns doch noch gar nicht, oder? Ach, scheiße, ein Pyro. Ja, den habe ich erwischt, den habe ich schon gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich besser finden soll, das sofort spawnen, also das Fast Spawning oder das 5 Sekunden warten. 5 Sekunden warten ist eigentlich schon in Ordnung, aber so 12, das ist dann wieder zu lange. Sag mal, es wäre doch viel besser, wenn wir jetzt hier einen Teleporter hätten, oder?
Wir müssen ja immer einen riesen Weg gehen. Das heißt, ich werde, wenn ich das nächste Mal sterbe, werde ich, glaube ich, mal zum Engineer wechseln. Mit dem muss ich ja sowieso auch irgendwann mal spielen. Ah, Moment mal, da ist doch der scheiß Pyro-Typ. Den würde ich jetzt eigentlich ganz gerne mal erledigen. Na gut, ich war es nicht, aber er ist auf jeden Fall schon mal down. Ah, da brenne ich ja auch noch, das gibt's ja nicht. So, diesen Kontrollpunkt haben wir. Und wir haben gewonnen! Woohoo! Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, seht ihr, da komme ich rein mit meinem einen Kill. Und dann läuft das. So, dreckiger Typ da. Ne? Ist das nicht ein Engineer? Oder? Doch schon, ne? So, wir haben gewonnen und normalerweise müsste doch jetzt ein Wechsel kommen. Aber noch tut sich nichts. Naja, von mir aus. Ein Punkt, ist ja Wahnsinn. Geht er hier mit dem Moment voll ab. Ja, genau das meinte ich. Neue Runde nämlich. Bin am längsten am Leben geblieben jetzt. Also so mit meinem Demo-Man jetzt hier 1-10. So, dann stürmen wir mal wieder weiter. Ein bisschen spielen wir jetzt einfach noch für die Runde. Ja, ich weiß nicht. Also der Demo-Man ist eigentlich schon okay. Also mit dem kommen wir jetzt mehr klar als mit dem Soldier, habe ich das Gefühl. Auch wenn die halt hier die Granaten explodieren halt nicht immer sofort. Aber das geht eigentlich schon. Also wenn man sich da... Ja, wenn man das ein bisschen besser kennenlernt, auch mit den Zeiten abstimmen und so... Dann kann man da wahrscheinlich schon was reißen. So, wie sieht denn das jetzt hier aus denn? Aha, da haben wir doch schon wieder so einen Scout. Einfach mal irgendwie hinklotzen und wenn wir da gerade keine Munition haben, dann versuchen wir den hier so zu erledigen. Und dann warte ich, bis wir meine nachgeladen haben, weil da die Nachladezeiten sind halt schon lange. Aber dadurch, dass wir jetzt automatisch immer aufladen, sobald wir... Aha, 1-2. Haben wir ihn doch erwischt. Da, also hier würde ich, glaube ich, als Heavy deutlich mehr aufräumen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Huch, jetzt habe ich aus Versehen Medic gedrückt, aber das bringt... Oh! Jawohl, der gehört auf jeden Fall mal mir. Oh, ja, nee, da pass auf. Da muss ich jetzt schauen, dass ich irgendwie hochschieße. Und hier ist auch einfach mal... So, oh mein Gott, jetzt kommt ein Scout. Dann mache ich hier gleich mal zu. Setze ich hier mit meinen Minen. Pyro-Meilenstein hat er bekommen. Oh ne, halt, 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 halt! So wollte ich das eigentlich gar nicht. Wird einfach mal einen richtig großen da hinten irgendwo hinsetzen. Ich weiß nicht, inwieweit mir das was bringt. Da hinten sitzt zum Beispiel schon wieder einer drin. Kann ich den nicht irgendwie von da drüben überraschen? Achso, da ist schon einer von uns. Der hat er wahrscheinlich schon aufgeräumt. So, schon mal da hinten, den will ich irgendwie erwischen. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Scheiße. Und schon wieder am längsten am Leben geblieben hier in dem Moment. Moment, 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 Moment. Aber ein ganz kurzer Wechsel. Einmal will ich noch ganz kurz mit dem Heavy spielen. Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger die Runde hier spielen würde, dann hätte ich jetzt auf einen Engineer gewechselt und hätte mir mal den Teleporter gemacht, weil das nervt mich, das ganze Gerenne. Aber jetzt will ich vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Kills machen und das mache ich mit dem Heavy eigentlich recht gut. Und mit dem Heavy komm ich wahnsinnig gut klar. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Ahnung, wo ich eigentlich gerade hinlaufe. Aber, au. Überhaupt gar gerade. Hä? Ich habe mich verlaufen. Komme ich hier nicht her? Nee. Nicht her. Ah ja, jetzt weiß ich wo ich bin. Bin schon richtig. So, wo seid denn ihr jetzt? Achso, wir haben hier schon erobert. Das heißt, wir müssen weiter rein. Ja, das wird denn... Achso, das war's auch schon wieder. Na, immerhin ein weiterer Fortschritt für die Errungenschaft. Also, ich habe die jetzt noch nicht bekommen, sondern das ist ja nur ein Fortschritt, weil ich muss ja mit allen Klassen spielen. Komm, krieg ich den Kill noch? Jawoll! Haben wir gerade gesehen, 27 abgezogen. Ja, schon scheiße, wenn man sich nicht wehren kann, ne? Tja. Ja gut, ich würde sagen, für das war's das. Ich habe 2 Punkte geholt. Woo! 2 Kills, 2 Tode. Ihr habt es ja schon selbst gesehen, also ich bin noch kein Pro, noch bei weitem nicht. Und, ach, sieh an, Blindfahr. ich finde es aber trotzdem schön, dass ihr, auch wenn ich da eigentlich der totale Loser bin, dass ihr trotzdem Spaß dabei habt. Und es wird schön zu sehen, wie ich mich...
verbessern werde, weil kein Zweifel, ich werde irgendwann noch richtig gut reinkommen, auch mit euch, und es wird ein Riesenspaß. Ich freue mich drauf, und die nächste Runde wird dann ein Abonnentenzocken hoffentlich sein. Es ist ja auch so jetzt, dass hier auch schon mal immer wieder Abonnenten dazukommen können. Also ich werde jetzt nicht nur noch Abonnentenzocken machen, werde auch immer für mich privat spielen. Wenn ihr zufällig seht, dass ich da bin, dann könnt ihr ja joinen. Ansonsten werde ich auf YouTube und auf Steam eine Ankündigung machen, wann es ein Abonnentenspielen gibt und so weiter. Wahrscheinlich immer nur am Wochenende, weil ich anders einfach keine Zeit habe. Ihr seht es ja selber. Und ja. Danke, schönes Restwochenende noch und bis die Tage. Eins kann ich aber euch noch ganz kurz zeigen, nämlich die Errungenschaft, die wir gekriegt haben. Die haben wir nämlich vom Demoman bekommen, und das war: Baumstamm werfen, schleudern Sie einen Feind in die Luft und töten Sie ihn, bevor er landet. Haben wir gekriegt? Awesome.